Pen and Paper Frostcast. Rüstig, nimmer müde, Feuer brenne, Kessel siede, sobald der nächtliche Gott mordet, wird der König nicht mehr sein. Rüstig, nimmer müde, Feuer brenne, Kessel siede, wenn der einst die verfluchte Krone erscheint, entscheidet sich das Schicksal Schottlands. Sei löwenkühn und stolz, nicht darfst du scheuen. Wer tobt, wer knirscht und ob Verräte dreuen, du wirst nie besiegt, bis einst hinan befleckter Verräter stürzt. Heil, Banco. In Man's Smiles. 1040 Anno Domini. Wir befinden uns in Schottland, den Highlands. Saftiges grünes Gras und Schafe in den Hügeln. Vor kurzem konntet ihr die Rebellen um MacDonwald vernichtend schlagen und habt so die Truppen der Norweger vertrieben. Siegreich auf dem Felde kehrt ihr zurück nach Inverness, nahe dem legendenumwobenen Loch Ness, in dessen See ein Monster lauern soll. Die Burg von Tarne, Macbeth, dient euch zur Feier nach gewonnener Schlacht. Anwesend sind neben dem Burgherrn selbst seine Hausherrin und Lady Macbeth. Bonquo, der Heerführer, Macduff, der Tarne von Fife, einem südlich gelegenen Gebiet in den Highlands. So sitzt ihr bei gutem Wetter auf dem Burghof, habt einen Whisky vor euch und trinkt auf euer Wohl. Der König von Schottland, Duncan, wird ebenso erwartet. Die Späher berichten bereits davon, dass seine Pferde auf der Straße gesehen worden sind. Sprecht, ich beschwöre euch. Nach einer Schlacht gibt es nichts Wunderbares, als den Geschmack von frischem Blut aus dem Munde zu spülen. Er sitzt an, nimmt einen tiefen Schluck, spuckt den ersten aus. Der Whisky, der gerade eben im Glas noch eine bräunlich-bernsteinfarbene Flüssigkeit war, mischt sich mit dem Rot von seinen Lippen, wird ausgespien auf den Boden, platscht dort auf und verteilt sich. So wie dort, so soll es all unseren Feinden gehen. Ja, Macbeth, lasst uns anstoßen auf diesen glorreichen Sieg. Dann würdet ihr da mal das Glas hinhalten. Mein guter Banco, du hast viel dazu beigetragen. Ich danke dir. Ich danke euch, mein Herr. Ihr habt mir diese Möglichkeit gegeben. Die Gläser klingen, als beide aufeinandertreffen. Dann würde ich das Glas mit einmal leeren. Ach, das ist ein guter Whisky. Ja, richtig für einen solchen Siegestag. Sag, wie hast du es geschafft, das südliche Schlachtfeld? Es war morastig, nicht wahr? Ja, es war nicht ganz einfach, aber ich halte mal mein Schwert in beiden Händen. Mit diesem schönen Schwert habe ich so einige Köpfe gespalten. Es war eine glorreiche Schlacht. Und unsere Männer haben auch alles gegeben. Die hatten keine Chance gegen uns. Ich bin nicht sicher, ob die Norweger nicht irgendwann zurückkommen. Vielleicht hätten wir einige von ihnen übrig lassen sollen, damit sie über diese Schlacht berichten. Nun müssen es unsere Bänkelsänger sein, die Kunde rübertragen. Ach, die Norweger werden schon sehen, wenn ihre Truppen nicht zurückkommen, was sie erreicht haben, nämlich gar nichts. Gedanken verloren, blickt er in sein Glas. Er sieht die Reflexion des Himmels auf der Oberfläche seines Whiskys. Malcolm soll auf dem Weg hierher sein. Ja, ich habe es auch gehört. Ihr wisst ja bestimmt, worum es geht. Es gibt immer zwei Ebenen von Dingen, die man weiß.
Die offensichtlichen und die verdeckten. Aktuell ist mir nur eine dieser vertraut. Ich rede von der offensichtlichen. Ich auch. Lieber wär's mir doch, ich wäre um die andere schlauer. Warum vermutet ihr, dass er wegen etwas anderem herkommt? Könige pflegen, nicht immer das zu tun, was man von ihnen erwartet, und nicht immer das zu denken, was sie einem suggerieren. Das stimmt allerdings. Schlaue Worte, mein Freund. Naja, wir werden sehen, was er von uns will. Vielleicht wird er schon die nächste Schlacht ankündigen. Wer weiß das schon. Gut wäre es, unseren Männern ein wenig Ruhe zu gönnen. Schließlich brachten die Norweger die Fackel des Krieges in unser Land. Gut wäre es mal wieder, dafür zu sorgen, dass unsere Männer diejenigen sind, die die Grenze überschreiten. Banco, vielleicht müssen wir einmal die Angreifer sein. Ja, daraufhin würde ich dann auch aufspüren sagen, ihr sprecht wahre Worte, mein König. Aber erstmal sollten wir unseren Soldaten auch etwas von gutem Whisky zukommen lassen, damit sie auch ein bisschen feiern können. Und dann sind sie wieder gerüstet für eine neue Schlacht. Banco, du sprichst wie immer weise und wahr. Gib es an meinen Truchsess weiter. Heute soll niemand durstig ins Bett gehen. Das werde ich sogleich tun. Und würde mich dann mal kurz entfernen, würde dafür sorgen, dass die Männer auch etwas davon bekommen. Ihr habt euch tapfer geschlagen. Ich zolle euch meinen Respekt. Den nehme ich dankend gern entgegen. Nun, wo wart ihr auf dem Schlachtfeld? Ich nehme an, ihr habt die Norweger ebenso heftig aufgerieben. Ich ward eurer nicht gegenwärtig. Ich sah euch nicht. Ich war da, wo der König mich braucht. Wie immer, mein Guter, wie immer. So ist das. Ja, derweil, während ihr euch unterhaltet, wird eine Wache von der Palisade runterschreiten zu Lady Macbeth. Verzeiht, Milady. Wir können sie sehen. Wir sollten die Tore öffnen, der König kommt. Guter Mann, gut dies. Mein Herr, entschuldigt mich, ich werde in die Vorbereitungen eintreten. Der König kommt. Wir öffnen das Tor. Wohlan, du hast Dinge zu tun, meine Liebste. Genieße den Ruhm, er gebührt dir. Ich werde mich um alles kümmern. Ein Schmunzeln huscht über sein Gesicht, wobei die um ihn Sitzenden sehen können, dass es getragen ist von einer gewissen Melancholie, aber nicht von der Freude des gerade stattfindenden Sieges. Ich gehe mal davon aus, da ich das auch gehört habe und da ich ja gerade das Gespräch mit Macbeth hatte und ich als Heerführer mich auch ein bisschen in der Pflicht sehe, den König mit zu begrüßen, würde ich mich dann auch mit Lady Macbeth zum Tor begeben. Selbstverständlich. So schallt es im Burghof. Der König ist da. Es gibt eine angespannte Betriebsamkeit und die Dienerschaft eilt, um alles vorzubereiten. Der Adel, also ihr, begebt euch in Positur, um den hohen Gast zu empfangen. Eine große Ankündigung soll es wohl von König Duncan geben. Heute wohl noch. Was genau, bleibt jedoch bisher nur Stoff für Spekulation. Man hofft auf hohe Titel und Ämter. Immerhin gibt es einen Verräter, der enttarnt worden ist und ein freies Tane. So könnt ihr erkennen, der Tross ist zwar klein, aber die Aura von Duncan, den man den Wohlwollenden nennt, wohl gewaltig. Majestätische Ausstrahlung, wie er da auf euch zureitet, durch den Wald die kleine Straße entlang auf das Tor zu mit seinem jungen Wallach. Neben dem König reitet der Sohn Malcolm, ein Jüngling, der bisher noch keine großen Taten vorweisen konnte, aber ebenso an der Seite seines Vaters wohl und den Kriegshelden glänzen mag. Und während er auf euch zureitet, könnt ihr sehen, der Himmel, bis eben noch von der Sonne gekrönt, verhängt sich leicht finster und es bahnt sich wohl ein Sturm an, der in einiger Zeit drohen mag. So reiten sie ein. Ich erhebe mich auf meinem Sitze an der Tafel, schreite dann langsam in Richtung des Burghofes. Postiere mich dort an einer Stelle, wo der ganze Tross einreiten kann.
Aber vielleicht noch einige draußen stehen bleiben. Einfach um diese Repräsentationsfunktion für den König zu wahren, dass ein so großer Tross größer ist, als meine Burg empfangen kann. Stehe ich dort, blicke in die Richtung der Reiter, die da kommen. Ja, wenn die Pferde anhalten und sich so ein bisschen zu erholen versuchen, wird König Duncan sofort von seinem Pferd absteigen, sich einmal den Staub vom Wegesrand abklopfen und dann direkt auch auf dich zuschreiten. Er hält die Arme auf und drückt dich direkt an seine Brust. Macbeth! Mein Lehnsherr! Macbeth, schön dich zu sehen. Ich hörte von guter Kunde. Ihr habt sie besiegt, ja? Die Rebellen. Der Sieg ist davongetragen und das Blut der Norweger tränkt unseren Boden. Ah, ich bin froh, dass ich dich an meiner Seite habe. Auf ewig verbunden. Auf ewig verbunden, mein König. Und er ist dieses liebreizende Fräulein, deine Lady, ja? Meine mir angetraute. Lady Macbeth, tritt vor. Zeig dich dem Herrn. Ich trete vor und versinke in einem tiefen Knicks. Mein Herr, mein König, wir freuen uns sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen, vor allem in einer so frohen Zeit. Ja, nun, nicht so höflich. Komm an meine Brust. Du bist eine wahre Schönheit. Und damit drückt auch dich. Ich danke euch. Macbeth, mein guter Freund, du hast dir eine wahre Schönheit ausgesucht. Und Banku, auch dich kann ich hier begrüßen. Schön, dass du es überlebt hast. Ja, ich würde auch eine tiefe Verbeugung machen, mein König. Schön, euch hier zu sehen. Ja, gib dir die Hand zum Krieger, Gruße. Dem würde ich auch erwidern. Er blickt sich weiter im Burghof um. Ah, Macduff, du hast es also auch geschafft. Was würde ich ohne dich tun? Macduff, komm an meine Brust. Jawohl, mein Herr, mein König. Ach, wenn schön, ihr schön ruft, eile ich. Ach, was habe ich für stattliche Untertan. Ich freue mich. Darf ich euch vorstellen, Malcolm, mein Sohn? Komm her, stell dich vor. Hallo, hallo. Ich bin der Sohn des Königs. Nun, nicht so förmlich. Malcolm, hier, Macduff, guter Freund. Das ist Macbeth. Das ist Lady Macbeth und Banku. Gesell dich zu ihnen. Lass sie ihre Kriegsgeschichten anhören. Wollen wir trinken? Einen guten Whisky. Ich habe noch einen Fass mitgebracht. Auf uns, Freunde. Oh, mein edler König, ihr beschämt mich, dass ihr Getränke in mein Haus mitbringt, wo ich doch den besten bereits für euch habe aus meinem Keller bringen lassen. Aber ich nehme es als Wertschätzung und Anerkennung, dass ihr den edelsten für uns mitgebracht habt. Ein großer Sieg, und das soll begossen werden. Wenn eure Fässer leer werden, will ich für Nachschub sorgen. Trinken wir erst euren. Willkommen auch, Prinz. Und gerne kümmern wir uns um euer leibliches Wohlergehen. Kommt, sitzt mit uns, feiert mit uns. Wir werden alles nach euren Wünschen richten. Aber gerne, Lady Macbeth, gerne. Ja, bei mir wäre es genau wie beim König, wenn ich den Sohn sehe. Tiefe Verbeugung, mein Prinz, schön euch hier sehen zu dürfen. Auch ihr, mein edler Banku, schön mit euch verweilen zu dürfen. Ich hoffe auf eine schöne Feier. Die werden wir haben. Macbeth geht auf den jungen Mann zu, legt ihm väterlich die Hand um die Schulter. Malcolm, du sollst dich hier wohlfühlen. Lass es mich wissen, wenn es dir nach irgendetwas gelüstet, was dein Vater nicht mitgebracht hat. Gerne. Ich melde mich. Bisher geht's mir sehr gut. Kommt. Ihr sollt euch alle setzen. Es war eine lange Reise. Bitte, setzt euch. Es soll euch an nichts fehlen. Bitte, wen ihr auch immer ihr seht, sagt ihm, was ihr braucht. Es soll euch an nichts mangeln. Und wenn eure Gefolgschaft auch etwas trinken will, ich habe gerade unseren Dienern befohlen, unseren Truppen auch etwas von dem schönen Whisky abzugeben. Sie können gerne auch was mittrinken. Eine hervorragende Idee, Banku.
Sie haben ebenso gekämpft wie ihr, die Offiziere, der Adel. Nun, dann lasst mich doch einmal schauen, ob das Schwein schon durch ist. Wie gesagt, Malcolm, halte dich an meine Herrführer, an meine Freunde und die Lady Macbeth. Sie sind mir wahrlich wohl untertan und seit langer Zeit ergeben. Wenn du etwas magst, sprich mit ihnen. Ich gehe gleich Richtung Benku und gehe an seine Seite. Mein lieber Benku, mögt ihr einen guten Whisky mit mir trinken und mir von euren letzten Heldentaten erzählen? Natürlich, mein Prinz. Sehr gerne. Ich habe einiges zu berichten aus meiner glorreichen Schlacht gegen Norwegen. Ich bin ja nun auch Armeeführer und naja, vielleicht kann ich ja von euch noch was lernen. Ihr spricht mir zu viel Gutes zu, aber ich werde euch bestimmt ein paar Sachen beibringen können. Ich lausche sehr gerne bei einem Glas Whisky. Lasst uns gehen. Nun dann, auf zum Whisky. Man würde das Wort wieder an Macbeth übergeben. Meine lieben Gäste, ich freue mich, euch hier in meinem Hause begrüßen zu dürfen. Und seid gewiss, es wird nicht die letzte Feier sein über die toten Feinde, die versuchen, unser schönes Schottland zu erobern. Für heute Nacht wollen wir aber nicht an die Zukunft denken. Wir wollen aber auch nicht trauern über das, was gestern gewesen ist. Wir wollen im Hier und Jetzt leben. Bringt, tischt auf, feiert, Musik, spielt. Hört, hört. Er macht einige Gesten in die Luft. Ein Dudelsack fängt ganz langsam monoton an zu surren, als plötzlich Schläger mit Einstimmen sich eine Melodie erhebt, der Freiheitsklang. Immer und immer wieder treibt alle voran, insbesondere aber die Bediensteten des Hauses, die Speis und Trank auftragen und die Tische niemals leer werden lassen. So vergehen die Augenblicke. Ihr könnt euch vom Schwein nehmen, den Dudelsackklängen lauschen, eine Leier, die gestimmt wird, Trommeln, die geschlagen wird und Whisky, viel Whisky. Die Zeit vergeht und irgendwann tritt der König an Lady Macbeth heran. Sagt, ich habe zwei stattliche Krieger neben mir. Ich habe eine Bitte an euch. Mein König, natürlich. Sie muss verschlossen werden, in die tiefsten Keller eurer Burg. Ihr wisst vielleicht von dieser Truhe. Sie beherbergt das Testament Schottlands. Sperrt sie weg, auf dass sie nicht gefunden wird. Mein König, es ist eine große Ehre, dass ihr uns hiermit traut. Selbstverständlich werden wir dafür sorgen, dass ihr nichts geschehen wird. Ich kümmere mich sehr gerne und natürlich sofort darum. Ich winke ein paar Bediensteten und nehme die Truhe an mich und verschwinde in der Burg. Eine große Kiste mit dunklem Holz gefertigt, prächtiges Bein, Elfenbein, Silber und Gold beschlagen, unglaublich wertvoll. Was auch immer das für ein Ding ist, uralt, mit Runen darauf. Und so verschwindest du im Inneren der Burg, in den Kellern. Boah, ihr werdet bestimmt sehen, wie Banco und der Prinz zusammensitzen würden, zusammen Whisky trinken würden, Banco auch mit jedem Whisky etwas lockerer werden würde und halt über seine glorreichen Schlachten erzählen würde und den Prinz so ein bisschen unter seine Fittige nehmen in Sachen Heerführung und Krieg. Das stimmt, ich höre total gespannt zu, stelle wichtige Fragen, die mir für mein weiteres Leben als Heerführer und allgemein als Führer viel von Nutzen sein werden. Nun, einzig und allein auf dem Schlachtfeld, das sollte es nicht sein. Natürlich, gewiss, ein scharfes Schwert hat noch viele Lande vor dem Feind bewahrt. Aber hütet euch vor dem Feind im Inneren. Den würdet ihr mit einem scharfen Schwert nicht einfach so beiseite wischen können. Wahr gesprochen, gute Macduff, wahr gesprochen. Was schlagt ihr denn vor, wie man innere Feinde bekämpft? Innere Feinde sollte es bestenfalls gar nicht geben. Innere Feinde
sind die Pest deines Königreichs. Verräter. Man sieht, dass er eine sehr dunkle Miene zieht. So ist es. So ist es. Wohl gesprochen. Doch Neider wird man immer wieder treffen. Von daher Augen und Ohren offen lassen, in jeder Ecke, in jedem Winkel. Stets auf der Hut sein. Ich denke, das ist es, was einem ein langes Leben beschert. Oder ein kurzes, wenn man glaubt, dass es keine Verräter gäbe. Wohl gesprochen. Ein Toast auf den Jungen. Möge er ein langes Leben haben. Ja, das erwidert man auch gerne. Während du den Toast auf den jungen Prinzen ausbringst, auf den alten König, zuckt ein Blitz vom Himmel herab, der durch die Fenster fährt, und ein Donnern begleitet das Ganze. Der Himmel hat sich merklich verzogen während den Stunden, die ihr hier getrunken habt, und mittlerweile ist ein Sturm herangezogen, der fast über der Burg tobt. Himmel, da ist jemand uns nicht gut gesonnen, wie es mir scheint. Ich hoffe, euer Dach hält, was es verspricht. Ihr wisst doch, dass die Norweger daran glauben, dass sie bei irgendeinem Donnergott unterkommen. Tja, heute hat er einfach viel zu tun, als dass es dort oben stille hausen könnte. Ach, das sind einfach bloß die Tränen von diesem Möchtegern-Donnergott, der weinend um seine Krieger da oben sitzt. Wir haben die Schlacht gewonnen und unsere Götter sind uns da besser gesinnt. Ich schiede zu Banco rüber und bin angetan von seinem Hochmut und seiner positiven Einstellung und wünsche mir, dass ich auch so bin. Ja, wenn ich das sehe, würde ich dann auch sagen, ach Prinz, ihr werdet auch mal ein guter Herrführer werden. Da glaube ich an euch. Ich meine, ihr habt ja einen sehr guten Vater. Und man schaut zu König Duncan und verbeugt sich leicht. Das würde ich meinen. Erhebe das Glas. Mache ich mit. Ja, derweil gesetzt sich wohl auch der König Duncan wieder mit dazu. Lady Macbeth ist ebenso aufgetaucht. Er hat wohl noch die letzten Fetzen von euch gehört. Er hebt dann ebenso sein Glas. Na na, Götter, wir wollen den Christengott ehren. Die heidnischen Götter haben wir abgelegt, mein lieber Banco. Das sind wahre Worte, mein König. Die alten Rituale, die Druiden und Hexenweiber haben vielleicht recht, aber nun ja, der Christengott möge über Schottland wachen. Das Ganze wird wieder begleitet von einem dunklen Grollen des Donners. Wenn ihr es so wünscht, mein König. Ich sage, dass ab heute, wo wir die Norweger besiegt haben, wo wir den Schwedenkönig Svenno besiegt haben, nun, da wollen wir die neuen Testamente ehren, die alten ablegen. Solange Menschen dies Land bevölkerten, hat der alte König anhand dieser Gesetze seinen Nachfolger bestimmt. Doch das hat nun ein Ende. Ich bestimme meine Nachfolger, meine Nachkommen, allein die Thronfolge, sie soll ihnen gebühren, meinem Sohn Malcolm. Neben dem Glas hebe ich die Brust, spreche mir selbst im stillen Mut zu. Derweil tritt der König dann die Freitreppe ein bisschen nach oben. Und es stellt sich so hin, dass die restlichen Krieger, die Edelleute, all diejenigen, die in der Halle jetzt gerade gastieren, ihn sehen können. Meine würdigsten Edelmänner, treueste Gefolgsleute, ihr seid die Männer, auf die ich mein unbedingtes Vertrauen gründe. Und mit Recht tue ich dies. Nur durch euch konnten wir den grausamen Svenno, König der norwegischen Hunde, mit seinen verräterischen Speichelleckern aus Schottlands Gestaden hinwegfegen. Eine Wonne. Auf! Meine Wonne, üppig im Übermaß, will sich verbergen in Schmerzenstropfen, Söhne, Vettern, Tarns. Derweil gehen die letzten Worte schon in einem allgemeinen Jubel- und Triumphgebrüll unter, Speere, die so ein bisschen klirren, Schilde überall rufe, Gott schütze den König. Dann der graubärtige Monarch wartet eine Weile, ehe er vorfährt. Dieser letzte Beweis war es, der mich schließlich zu der Entscheidung trieb, wegen welcher ich nun zu euch spreche. Gott, der Christengott, unser aller Herr, soll, ebenso wie ihr alle, Zeuge sein, wenn nun mein Nachfolger bestimmt werden wird. Und ihr, die Nächsten unserer Krone, wisst,
Wir übertragen unsere Krone an den Ältesten, Malcolm. Der von nun an ist Prinz von Cumberland. Ja, man taucht in das Gejubel mit ein. Hoch auf den Prinzen! Der nickt zufrieden und gibt dann wieder von der Freitreppe nach unten. Macbeth kann ein gewisses Zerknirschnis in seinem Gesicht nicht verbergen, hebt aber trotzdem seinen Kelch und hoch auf den Prinzen, den würdigen Nachfolger des Königs. Ja, du betrachtest ihn dir, ihr betrachtet euch alle, Malcolm, wie er da sitzt. Ein bisschen einen roten Kopf von dem Whisky, noch ein kleiner Junge. Aber unwürdig, keine Muskeln. Wie soll er die Norweger abhalten, sollten sie ein weiteres Mal über ihn kommen? Dann würde man auch mal zu Macbeths Seite gehen und so ein bisschen rüberflüstern. Der Junge muss noch einiges aus sich machen, bis er ein so würdiger König wird wie Duncan. Ob in so widrigen Zeiten wie den unsrigen überhaupt so viel Zeit bleibt. Er muss schnell lernen. Dann müssen wir hoffen, dass in der Zeit, in der er noch nicht so stark ist, wir die wichtigen Sachen erledigen. Er sagt es. Wir müssen die wichtigen Sachen erledigen. Lady Macbeth stiehlt sich an die Seite ihres Mannes. Ihr seid diejenigen, die des Ganzen würdig sind. Dieser Prinz, er ist ein Junge. Das kann nicht gut ausgehen. Wir müssen an diesem Gedanken arbeiten. Meine Teuerste, nicht hier, nicht jetzt. Aber zu einem anderen Zeitpunkt, sicher und gewiss. Heute, mein Herr, ist nur der Abend zu feiern. Und gern auch die Ausrufung eines designierten Thronfolgers. Was ihr sagt, mein Herr. Und ich geselle mich wieder unter die Gäste. Ja, ich begib mich auch zurück zum Prinzen. Ich schreite rüber zum Prinzen und schlage ihm kräftig auf den Rücken. Nun, da hast du jetzt eine verheißungsvolle Zeit vor dir. Ja, sicher. Natürlich. Seid ein bisschen fröhlicher, ihr seid jetzt offiziell der Prinz dieses Landes. Ja, ich bin fröhlich, natürlich bin ich fröhlich. Sagt, was habt ihr gerade besprochen? Mit Macbeth und Lady Macbeth? Die Lady gesellt sich dazu. Mein Prinz. Nichts Spezielles. Nun, da der wichtige Teil dieses Abends für euch vorüber ist, kommt mit mir. Lasst uns die Musik genießen. Es kann nicht immer nur Politik geben, nicht wahr? Sicher oder nicht. Daraufhin wirft ihr Banco ein paar misstrauische Blicke zu. Ignoriere ich souverän. Meine Augen liegen auf dem Prinzen, dessen Hand ich nehme und den ich auf die Tanzfläche führe. Entführe. Mein Kopf wird noch ein bisschen röter, als er vorher schon war, aber ich komme gerne mit. Schließlich habe ich ja jahrelang gelernt, wie man tanzt. Anko setzt sich mit leicht grimmiger Miene wieder hin und schenkt sich noch ein Whisky ein. Lady Macbeth genießt den Tanz mit dem neu designierten Prinzen und schwärmt von ihm, erzählt ihm von den guten Beratern, die sein Vater für ihn hier hat. Macbeth und Banco. Du könntest einen Mann noch töten und an der Seite von Malcolm Königin sein. Oh, üble Gedanken. Der Christengott wäre nicht amüsiert. Darüber? Über was? Wer? Welcher Gott? Was ist er nicht amüsiert? Euer Vater hat uns doch ins Christentum geholt, nicht wahr? Ja, natürlich. Der Wohlwollende, das Neue Testament, der Friede, der mit uns herrschen soll, der mit euch gesichert sein soll. Die Zukunft für unser Land, ja. Und wie besser könnte er, der weise alte König, entschieden haben, als seinen Sohn einzusetzen, dies zu sichern? Und wie besser hätte er es machen können, als dies an diesem Ort zu tun und euch mit diesen guten Männern
zu versorgen, die euch dabei raten? Nun, mein Vater ist nicht umsonst König. Oh ja. Mein Rat ist, hört auf sie. Sie wissen vieles, sie haben vieles gesehen, sie haben ihm lange gedient. Oh, Benko ist sehr interessant. Ich mag ihn, glaube ich. Ich mag Macbeth, aber vielleicht bin ich nicht ganz objektiv. Und hier sind wir. Ich danke euch für diesen Tanz. Es war mir eine Freude. Ich hoffe, dass ihr den Rest des Abends genießen könnt. Ich mache einen formvollendeten Knicks und gehe zurück an die Seite meines Mannes. Ich erwidere den Knicks und wünsche alles Gute. War ein schöner Tanz. Dankeschön. Meine Liebe, treibst du schon wieder Politik mit deinen Augen? Was ihr mich gelehrt habt. Und es ist doch nur für euch, für die gute Sache. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte gute Sache gestanden habt. Was sagt er? Er ist einfältig. Ich bin nicht sicher, ob er versteht, was passiert ist. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass er auf euch hören soll. Ich hoffe, wir können es nutzen. Ich glaube nicht, dass er das tun wird. Er kennt seine Rolle noch nicht. Er ist das Lamm zwischen den Löwen. Irgendwer wird ihn reißen. Vielleicht nicht diese, aber in der nächsten Nacht. Ich hoffe, es werde nicht ihr sein. Habt ein bisschen Vertrauen. Sind wir nicht bis hierhin gekommen? Ich habe Vertrauen. Aber ich weiß auch um die Lüsternheit des Weibes. Oh. Ja, so was ihr geschaffen habt. Ich bekomme den niederträchtigen, skeptischen Blick von Macbeth mit, wende mich zu Benko und Benko, mein Freund, sagt, Macbeth scheint nicht so gut drauf zu sein heute. Was ist nur los? Ach, macht euch nichts draus. Ich denke mal, sie wird sich einfach nur Sorgen darum machen, dass ihr eurer Aufgabe auch gewachsen seid. Wir haben vorhin auch bloß darüber geredet, wie stolz wir auf euch sind und wie sehr wir euch unterstützen werden bei euren neuen Taten. Man schaut immer mal wieder rüber zu Macbeth. Macht euch keine Sorgen, mein Prinz. Das mag ich gerne glauben, bin aber etwas verunsichert wegen der Blicke. Ach, egal, ich bin der Prinz. Lasst uns noch was essen und dann noch den guten Whisky aufmachen. Derweil tritt König Duncan an Macduff heran. Ah, Macduff, alter Freund. Eine prächtige Burg, nicht wahr? Nun, mit Verlaub, er scheint sich gut zu machen. Mein Sohn, oder wen meinst du? Macbeth? Macbeth. Ach, mein Vetter. Ja, eine prächtige Frau hat er wohl. Aber ich wollte ein ernstes Wort noch mit dir sprechen, auch wenn der Whisky aus mir spricht. Ich habe in den letzten Kriegen, ich bin mir meiner Sterblichkeit bewusst geworden, auch wenn ich noch einige Tage vor mir habe, kann es sein, dass mein Sohn das Erbe früher antritt als gewollt. Mein König, ihr stimmt mich nachdenklich. Mein Freund, du bist ein wahrer Schotte. In dir habe ich Vertrauen. Du weißt. Das ehrt mich, mein König, und ihr könnt euch meiner Gefolgschaft absolut sicher sein. Er legt dir seine große Hand auf die Schulter und nickt dir freundlich zu. Nun, so wie die Christen es vor die Könige wollen, werden wir die alten Bräuche ablegen. Von Sohn an Sohn vererbt. Es gibt keine Schiedstribute mehr, keine Wahlen. Und an die Stelle meines Sohnes tritt sein Sohn, bis die Tage des jüngsten Gerichts anbrechen. So will es der Gott, der Herr, der Vater und der Sohn. Und der Heilige Geist. Ich habe in die Obhut der Lady Macbeth einen heidnischen Götzenkasten gebracht, der in die tiefsten Kammer gebracht worden ist. Niemand soll sie jemals wieder öffnen. Das ist wichtig. Und dann bringt ihr sie in Macbethsburg.
Nun, wir werden sie wieder abtransportieren, wenn die Tage gekommen sind und wir von ihr aufbrechen. Aber ich wage es nicht, sie auf den Pferden zu lassen. Immerhin wird das Testament von Schottland dort verwahrt. Dann sollten wir alle unser Auge drauf wahren. Nun, mein Freund, wie gesagt, meine Zeit ruft. Ich bin alt geworden, vielleicht vertrage ich den Whisky nicht mehr. Ein Fieber, was in meinem Kopf grimmt. Ich werde mich verabschieden und nach oben in meine Zimmer zurückziehen. Feiert noch etwas ohne mich. Wir sehen uns morgen. Mein König bereitet mir keinen Kummer. Aber gehabt euch wohl und eine geruhsame Nacht. Das Wetter der letzten Tage auf den Schlachtfelden war grimmig, sturmgeplagt. Das geht wieder weg. Ich wünsche dir noch viel Spaß unter Macbeth und seinen. Pass auf den Jungen auf. Ich werde ihn nicht aus den Augen lassen, mein Herr. Damit erhebt sich der König, nickt euch nochmal allen zu, klopft auf den Tisch. Also, Macbeth, Lady Macbeth, ich werde mich jetzt erheben und nach oben gehen. Die Dienerschaft hat mir bereits die Räume gewiesen. Wir sehen uns morgen. Feiert noch. Gehabt euch wohl und die besten Träume. Ihr wisst ja, was man sagt. Nach gewonnenen Schlachten offenbart sich einem das Schicksal im Schlafe. Möge es euch ein langes Leben bescheiden. So ist es wohl. Mein König, geruht wohl. Was auch immer ihr braucht, bitte sagt Bescheid. Wir werden es haben. Ich laufe dem König hinterher. Vater, mein König, ist alles okay? Mein Sohn, nun, alles ist gut. Die letzten Tage haben mich und meinen Körper doch arg gefordert. Und der Sturm, der sich zusammengebraut hat, es ist ein Ziehen, aber alles ist gut. Geh zu den anderen nach unten, lerne sie kennen. Immerhin werden sie bald dein Volk sein. Okay, habt ihr noch Anweisungen für mich? Nein. Wir sehen uns morgen. Na gut, Vater, dann eine erholsame Nacht. Wenn dann der Prinz zurück zu Banco kommt, würde Banco nochmal das Wort ergreifen. Ach, junger Prinz, macht euch keine Sorgen. Der König ist schon etwas älter. Er kann halt nicht mehr so viel feiern wie wir, junge Knaben. Ja, wir hatten auch wirklich einen anstrengenden Weg hierher. Dazu noch dieses Wetter. Und zugig ist es hier auch ganz schön. Lasst ihn sich auch nicht ausruhen. Morgen wird er schon wieder vollkommen fit sein und kann auch wieder mehr mit uns reden und diesen glorreichen Sieg feiern. Wie ist es eigentlich, wenn man Tage, Nächte, Wochen im feuchten Moor im Krieg ist? Wie kann man sich denn da aufwärmen? Ach, junger Prinz, ihr müsst noch einiges lernen. Es gibt einerseits schönes Feuer, natürlich nicht ganz so leicht zu machen, aber ist alles zu regeln. Ansonsten warme Kleidung. Aber es muss doch alles feucht sein. Feucht von Schweiß, von Regen, von Moor, von Blut. Wie kriegt man das wieder trocken? Natürlich ist das alles nicht so angenehm, aber ihr macht euch zu viele Gedanken um die Nebensächlichkeiten. Der Hauptgedanke auf einem Schlachtfeld ist immer noch der Krieg, das Überleben und das Töten des Feindes. Ich nicke. Und davon versteht mein Freund wahrlich viel. Man erhebt das Glas. Das stimmt wohl, mein Fan. Danke für die schönen Worte. Auf euch. Auf uns. Auf uns und auch euch. Macduff, wie viele Heere habt ihr schon angeführt? Viele, mein Sohn, viele. Während ihr euch unterhaltet und der Donner und das Gewitter anschwillt, der Sturm, der Regen, könnt ihr ein weiteres Grummen aus dem Erdboden spüren. Dieses Mal wohl so etwas wie ein kleines Erdbeben, was hier und da immer mal wieder die Burg leicht erschüttert. Es hat vielleicht etwas Apokalyptisches, aber die Furcht kann mit dem Whisky wieder vertrieben werden. Ich schaudere. Hier zieht's nicht nur, die Wände wackeln ja regelrecht. Meine alte Burg. Habt euch nicht so, junger Prinz. Diese Burgmauern haben schon einiges ausgehalten. Da wird dieses bisschen Wackeln sie auch nicht zum Einstürzen bringen.
Nun, ihr scheint mir sehr zuversichtlich zu sein und der Whisky tut auch seinen Teil dabei. Deshalb, ihr müsst mehr trinken und man schenkt dir nochmal ein Glas Whisky ein. Bin ja durchaus lernfähig und hebe das Glas zum Prost. Auf euch. Für einen wahren Schotten sollte er trinkfest sein, wohl wahr, aber ihr müsst ihn ja nicht gleich am ersten Abend über seine Grenzen bringen, meine Freunde. Ach, Macduff, ihr wisst doch, ein König muss auch trinkfest sein. Und außerdem ist dieser Abend nicht für irgendwelche großartigen Gespräche gemacht, sondern heute wird einfach nur gefeiert über den glorreichen Sieg über die Norweger. Nun, der Sieg war wahrlich groß, doch mich hegen durchaus Befürchtungen. Kein Sieg auf dem Schlachtfeld hat dauerhaften Frieden gebracht. Das stimmt wohl, aber können wir uns diese Gedanken nicht für morgen aufheben? Es ist euer Haus und so soll's sein. Ach, guter Mann, was haben Verluste je gebracht? Haben diese Frieden gebracht? Nein. Kommt, es soll mir Whisky geben. Außerdem, sei fröhlich. Außerdem vergesst nicht, sie haben uns angegriffen und nicht wir sie. Wir haben uns nur verteidigt. Mal sehen, wie es beim nächsten Mal aussieht. So vergehen weitere Augenblicke. Ihr könnt mehr Whisky ausschenken und nachdem der König gegangen ist, werden sich auch weitere zahlreiche Krieger, die in der Halle neben euch gesessen haben, sich erheben und nach der ein oder andere den Raum verlassen und sich in die Schlafkammern begeben. Es ist zwar noch etwas los, aber mittlerweile hat sich das Fest mehr und mehr geklärt. Akt 2. Fair is foul and foul is fair. So sitzt ihr in der stürmischen Burg finster. Ein unbarmherziger Wind, der durch die Fensterlöcher fährt und ein kränkliches Zwielicht, was die Nacht erhellt. Kaum mehr Lichtquellen, nur noch die wenigen Fackeln, die Kamine, die fast erlöschen. Man muss noch etwas Holz nachlegen, aber die Kälte kann kaum mehr vertrieben werden. So sitzt ihr immer noch dort und trinkt den Whisky, der euch von innen heraus versucht zu wärmen. Sagt, habt ihr auch einen Baden, der lustige Lieder singen kann? Von diesem Dudelsack wird mir irgendwie ganz schwindelig. Dazu noch dieser eiskalte Wind. Junger Prinz, es wird Zeit, dass ihr euer künftiges Königreich kennenlernt. Es ist hier immer zugig, es ist immer nass. Und das Einzige, was einem Hitze bringt, sind die Weiber und der Whisky und ein wenig Musik dazu. Ihr könnt euch natürlich auch gerne auf ein Schloss zurückziehen. Aber wisset, dann wird ihr niemals die Achtung eurer Männer haben. Ich denke, Banco wird mir beipflichten. Also ihr seht, wie Banco da eigentlich fast komplett unbeeindruckt von der Zugigkeit ist. Ja, ihr sprecht wahre Worte. Auf dem, wie ihr schon gesagt habt, junger Prinz, auf dem Schlachtfeld war es weitaus schlimmer als hier und da werde ich mich von so ein bisschen Wind und Regen da draußen wohl kaum aus der Ruhe bringen lassen. Und außerdem, das Gedudel ist vielleicht nicht immer das Beste, aber jetzt noch einen ordentlichen Baden zu finden, der noch nicht komplett betrunken ist, das wird schwierig. Ich sehe schon, dass ich anscheinend zu verwöhnt bin. Ich versuche mich den Umständen anzupassen, ziehe den Kragen hoch, drehe mich ein bisschen mehr Richtung Feuerstelle und versuche dem Gedudel was Schönes abzugewinnen. Macbeth, meint ihr, es ist noch was von dem Braten übrig? Es gibt hier niemals ein Ende. Zumindest nicht für den Braten. Und auch nicht für meine Gastfreundschaft. Er legt den Kopf ein wenig schräg. Ihr seid mir immer willkommen. Notfalls stürmen wir die Küche. Stürmen wir die Küche hört sich doch gut an. Und ich meine, wir haben hier für genügend Fleisch gesorgt. Da seid mal unbesorgt, Macduff. Ich nutze die Gelegenheit und zwinkere dem Prinzen zu. Falls ihr Ruhe bedürft, meine persönliche Zofe wird sich freuen, euch auf euer Zimmer zu begleiten, um dort ein wenig Wärme zu finden. Junger Prinz, nicht so schüchtern. Nimmt das Angebot ruhig an. Er schaut verträumt aus den Flammen hervor. Entschuldigung, ich war gerade in der schönen Musik vertieft. Was sagt ihr? Es nähert sich dir
eine junge Frau, meine Zofe, ich halte sie an der Hand. Darf ich euch Lady Duvaux vorstellen? Sie wird sich freuen, euch auf eure Gemächer zu begleiten, um euch ein wärmeres Umfeld zu bieten. Mein Prinz? Ja, gerne. Da sage ich nicht nein. Sie knickt einmal vor dir und dann vor der Lady. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Lady Duvaux, wir danken euch. Habt eine grusame Nacht. Mein Prinz, gehabt euch wohl. Ich wünsche euch auch eine grusame Nacht. Lasst die Küche noch stehen. Wir brauchen alle ein gutes Frühstück. Ich stehe ein bisschen zu schnell auf, schwanke, lehne mich an die Zofe. Also dann, habt euch wohl. Wo geht's lang? Ich zeige euch die Kammern. Kommt mit. Und während der Prinz und die Zofe abgehen, kommt einer der Wächter in Richtung von Lady Macbeth. Verzeiht mir, Lady. Ich habe etwas im Stall gesehen. Wir haben euer Pferd verloren. Steven, wie konnte das passieren? Ich weiß nicht, was dort passiert ist. Das müsst ihr euch selbst ansehen. Verzeiht mir. Wir haben Gewieher gehört und als wir reinkamen, es ist wirklich grauslich. Ihr solltet das vielleicht gar nicht sehen, aber wir haben keine Schuld daran. Und ich sehe mich um und versuche, den Blick meines Mannes anzufangen. Sire, es gibt etwas mit den Pferden. Ich bitte euch, lasst mich gehen. Ich muss mich kümmern. Ich glaube, es war das Pferd von allein. So spät. Ich denke, ich begleite euch besser. Gerne, Steven wird uns. Steven, führen Sie uns. Jawohl. Wir müssen wieder durch den Hof, aber zieht euch am besten etwas über. Der Regen ist stark. Macduff, ich würde meinen Herrn ungern um diese Uhrzeit alleine lassen mit solchen Problemen. Wollen wir die Damen und den Herrn begleiten? Zweifellos. Steven, holen Sie meinen Umhang. Jawohl, Milady. Ja, ich werfe mir auch einen Fellumhang um und folge den beiden. Ja, nach kurzer Zeit wird der Mantel für die Lady Macbeth gebracht und ihr könnt euch dann über den Burghof in Richtung der Stelle umsehen. Was euch auffällt, ist, dass es auf den Palisaden, auf den Wehrgängen jetzt keine Fackeln mehr gibt. Die sind wohl verloschen, aber die Wachen stehen dort immer noch, unbeweglich im Regen, oben auf der Palisade, 10 Stück, so wie es normalerweise der Fall ist. Stockfinstere Nacht hier draußen. Männer! Warum sind die Fackeln verloschen? Milady. Antwortet. Milady, lassen Sie das doch bitte mich machen. Ich weiß es nicht. Wollt ihr jetzt zu den Palisadengängen hoch? Ich lege meine Hand auf Bankus Arm. Lasst, es sind unsere Männer. Das geht schon, danke. Nein, aber warum ist es hier so duster? Das ist, das hatten wir nicht angewiesen. Bitte zündet die Fackeln wieder an. Wir brauchen Licht. Man erhebt jetzt mal die Stimme. Ihr da, Wächter auf den Burgmauern, entzündet sofort wieder die Fackeln. Sie schwanken nur ein bisschen im Sturm, aber bewegen sich nicht. Guter Banco, ich danke euch, aber vielleicht. Ich drehe mich um. Macbeth? Meine Liebste? Hatten wir die Männer, ich erinnere mich nicht, hattet ihr den Männern gesagt, die Fackeln sollen bleiben? Es gab keine anderen Anweisungen als sonstige Abende auch. Anscheinend hat Franco seine Pflicht verletzt, die Männer den Wachen zuzuweisen und sie vom Alkohol fernzuhalten. Wenn wir feiern, feiern wir nicht alle. Die Sicherheit gebietet etwas anderes. Steven, führt uns zu den Pferden. Ich möchte hören, was passiert ist. Sehr wohl, ganz wie ihr wünscht. Ich kümmere mich danach um die anderen Wachen. Und ich ignoriere meinen Mann und Banco und folge Steven. Man würde mal an Macbeth dran treten.
Das ist schon ein bisschen komisch. Ich bin am Überlegen, ob ich mal da hochgehe und die Männer mal ordentlich zurechtweise. Es ist eure Pflicht und Schuldigkeit. Tut es, sputet euch. Gut, soweit hätte es gar nicht kommen dürfen. Ich sehe euch an den Stellen und würde dann meinen Weg auf die Palisaden hinauf machen. Derweil geht Malcolm gemeinsam mit der Zofe die Treppen durch die zugige Burg nach oben. Und kurz bevor ihr die Holztür erreicht habt, kannst du erkennen, wie in einem der Schatten eine Kreatur liegt. Unbeweglich. Oh, der hat wohl auch so viel gefeiert, hä? Kennt ihr ihn? Was? Da vorne. Ihn da. Ach, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Nun, so, wollt ihr dann nachsehen oder wollen wir lieber, naja, nach drin gehen? Da ist schon. Die Lady hat euch etwas versprochen. Ja, ich folge gerne. Wo geht's lang? Ich kenne mich hier noch nicht aus. Hier, wir sind direkt dabei. Ah. Du kannst die Tür öffnen und als du das Zimmer betrittst, siehst du, wie dort wohl im Inneren, das Feuer im Kamin ist wohl niedergebrannt, ein toter Hund liegt. Direkt vor dem Kamin. Was? Seht ihr das auch? Ist der Hund tot? Ich weiß nicht. Er sollte ja eigentlich gar nicht hier sein. Das ist der Hund von dem Hausherrn. Sie tritt so ein bisschen schüchtern heran und wagt es aber nicht, ihn anzufassen. Dreht man zur Sicherheit kurz dagegen. Bewegt sich nicht. Könnt ihr jemanden holen, der ihn fortschafft? Ja, selbstverständlich. Ich glaube nicht, dass das der Stimmung zuträglich ist. Oh, ja, ich hole einen der Krieger. Einen Moment, draußen lag ja noch einer. Ich komme gleich wieder. Genau, der kann gleich mitgenommen werden. Derweil betreten die anderen die Stelle. Und das, was ihr dort erkennt, ist ein... Es hat nichts mehr mit den Ställen zu tun. Die Pferde stehen dort in einer großen Box, normalerweise zu dritt. Zurzeit könnt ihr aber nur zwei erkennen. Ein bestialischer Gestank, der euch entgegenweht. Mit stampfenden Hufen könnt ihr erkennen, wie dort eines der Rösser von den anderen zertreten worden ist. Die Beine abgerissen, der Torso nichts mehr übrig, nur noch blutiges Gekröse. Die Rösser haben verschmierte, blutige Mäuler. Und sie starren euch hungrig an. Steven! Ich seh's. Oh. Sind das... Was ist... Das ist das Pferd von Macduff und das von eurem Mann und das ist euer Pferd, was dort liegt. Wir können da nichts für, ich weiß nicht, was passiert ist. Wir waren das nicht. Wir haben nur noch das panische Viren gehört. Psst. Ich brauche keine Entschuldigungen. Wie konnte das passieren? Wer hat diese Viecher zusammengesperrt? Wie konnte... Gott! Das waren wohl die Stallburschen, ich weiß es nicht. Fandango! Ich beuge mich herunter zu den Resten meines Pferdes und umarme den Torso. Nein. Eines der Pferde schnappt zu. Du versuchst gerade dein ehemaliges Pferd zu umarmen. Da kannst du sehen, spüren, wie eine blutige Schnauze nach dir schnappt und du taumelst zurück in das Stroh. Wie Lady, ist euch was passiert? Soll ich euren Mann, euren Gatten holen? Ich schlage mit meinen Armen noch etwas unkoordiniert um mich. Heb mich auf. Nein, ach, der kann doch auch nichts machen. Ich weiß nicht, ich habe nur das Wiehern gehört. Wo ist denn euer Mann? Ist er mal noch draußen? Jetzt hört doch mal mit meinem Mann auf. Was ist mit den Pferden? Wer hat die hier? Nein. Separiert diese Pferde. Lasst sie nicht mit anderen Pferden zusammen in eine Box. Sperrt sie in eine andere Box. Ja, ich versuch's. Ich bin kein Stallbursche, aber... Ihr werdet jetzt diese Aufgabe übernehmen. Was heißt denn hier? Dann weg den Stallburschen. Ich weiß nicht, wo er ist. Normalerweise liegt er am Stroh, aber ich kann ihn nicht finden. Jetzt separiert die Pferde und dann sucht den Stallburschen. Jawohl, Milady. Der war bei Macbeth. Banco, was ist mit den Männern?
Mango derweil hat die Palisaden betreten und du erkennst, wie sie dort immer noch stehen. Wie Weidenzweige, die sich im Wind und im Regen bewegen. Und was du erkennen kannst, ist, sie tatsächlich eingewachsen sind. Als ob sie verholzt sind oder als ob Pflanzen an ihnen hochgewachsen sind. Wie in einem Käfig stehen sie dort und harren aus, blicken auf den finsteren, dunklen Wald. Du hast das Gefühl, dass er dichter geworden ist und an die Burg herangewachsen ist. Im Sturm. Okay, dann würde man mal ein bisschen näher an die Wachen rantreten und würde runter zu Macbeth brüllen. Keine Ahnung, mein Fane, der Wald ist irgendwie näher rangewachsen, kommt mir so vor. Und was macht ihr da, Wachen? Warum? Was sind diese Pflanzen? Was ist hier los? Welcher Wald? Und man nimmt schon mal seine Axt in die Hand. Schau nach oben. Was heißt es? Was heißt, der Wald ist herangewachsen? Was weiß ich, Macbeth? Was redet ihr da? Der Wald ist irgendwie näher gekommen und die Wachen haben Schlag sind ihn irgendwie. Zurück. Schlag ihn sofort zurück. Brenn ihn ab. Okay, mein Fane, ich werde. Guck mich. Ich glaube nicht, dass wir das heute noch schaffen, Banco, mein Fane. Seid nicht unschlüssig. Schreitet zur Tat. Ich werde gucken, ob ich noch ein paar nicht betrunkene Männer finde, aber. Aber bevor wir das machen, wir sollten uns erstmal um diese Männer hier kümmern. Sie sind irgendwie eingewachsen. Sind sie Teil des Waldes? Wahrscheinlich. Man schaut mal etwas verdutzt. Dann übergießt sie mit Whisky und zündet sie an. Soll ich sie nicht dann lieber jetzt erstmal mit meiner Axt zerschlagen? Bis wir den Whisky geholt haben? Wieso seid ihr immer so unschlüssig? Schreitet zur Tat, Banco! Gut, dann nehme ich meine Axt und hau auf die Wachen ein. Ja, du kannst durch das Holz durchschneiden, die Weiden geben nach, du kannst noch erkennen, wie wohl einer der Zweige durch die Herzen gewachsen ist. Und ohne einen Protest kannst du sie in blutige Stücke hauen. Noch einige Efeuranken, die sie versuchen zu halten, einiges Moos und einige Pilze, die wohl an ihnen gewachsen sind. Und dann liegen sie tot, da nieder auf der Palisade. Was tut derweil Macduff? Nachdem er diese ziemlich vor Fett triefende Ente hinuntergeschlungen hat, wendet er sich an den Kollegen und sagt, naja, die brauchen schon Ewigkeiten da draußen. Vielleicht sollten wir doch mal nachsehen gehen. Ja, da draußen ist aber kalt und dunkel und Regen. Aber ja, vielleicht. Mach du das, Macduff. Ich bin echt betrunken, Mann. Ja, also richte ich mich auf, ziehe den Mantel etwas fester und trete in die absolute Finsternis aus. Ich denke, ich schlage den Weg zum Stall ein. Schließlich war ja das der Grund, weshalb die anderen rausmarschiert sind. Die Hand fest am Schwert. Du kannst noch kurze Rufe hören. Banku und Macbeth stehen dort wohl an der Palisade und tauschen einige Worte aus. Da betrittst du im Unwetter den Stall und kannst erkennen, wie dort Lady Macbeth vor einem Leichnam hockt. Milady, was ist hier geschehen? Oh, mein Pferd. Sie haben mein Pferd getötet. Wer? Sie? Aber wenn ich das richtig sehe, nicht nur ihres. Das hier ist meins. Es ist das, was mir treu war, was mir meins war. Es ist, und jetzt ist es zerrissen. Es ist nicht mehr. Ihr solltet diesen Anblick nicht länger ausgesetzt sein. Ich versuche sie einigermaßen sanft davon abzuwenden und aus der Scheune zu führen. Wo sind eure Burschen? Erhebe mich und lehne mich kurz an den Mann, der mir aufgeholfen hat. Geht es euch gut, Milady? Ja, ich schüttel mich.
Ja, ich kann alleine stehen, danke. Es ist... Ach, die Burschen, sie sind weg. Folgen Sie mir. Ich muss meinen Mann befragen. Wo ist Steven? Wir müssen herausfinden, was hier passiert ist. Und ich stürme aus dem Stall hinaus zu meinem Mann. Malcolm, derweil kannst du oben auf die Zofe warten, aber nichts passiert. Dann gibt es ein Klackern von der Wand. Ich stocher gerade in dem Kamin ein bisschen rum, um aus der Glut vielleicht noch sowas wie ein Feuer machen zu können, und plötzlich erschrecke ich. Fahre zusammen. Ein leises Flüstern im Wind. Was? Erster nächtlicher Gott, der mordet. Ja, was? Wer ist da? Wenn du an die Stelle blickst, wo du das Klackern gehört hast, kannst du erkennen, wie dort wohl ein Kreuz herabgefallen ist mit einer kleinen Jesusfigur daran. Der Prophet, der gestorben ist. Zögerlich gerade von der Wand gebrochen. Zögerlich nehme ich es in die Hand. Trachte es. Blutig verschmiert. Boah, ich lasse es fallen. Was geht hier nur vor? Dieses Schottland. Diese Burg, die gefällt mir nicht. Wo bleibt bloß diese Zofe und der Kammerdiener? Der Soldat. Hallo? Nur der Wind antwortet. Nächtlicher Gott. Hallo? Ist hier niemand mehr? Hallo? Nur der Hund, der dort am Boden liegt. Was ist mit deinem Vater? Auf langsam rückwärts gegen die Wand. Vater ist ja irgendwo. Der muss da auch hier oben irgendwo sein. Geh langsam raus, blicke den Gang hoch und runter und entscheide mich für eine Richtung. Die Gestalt ist verschwunden, die am Boden lag. Die Zofe nicht zu sehen. Hallo? Vater? Viele Türen, die abzweigen, allesamt aus Holz, keine beschriftet. Ich klopfe an eine Tür. Hallo, Vater? Keine Ahnung. Ist da jemand? Geh zur nächsten Tür. Hallo? Den Griff nach unten. Gibt ein leichtes Stöhnen, als du sie aufdrückst. Der Wind zieht an dir vorbei und du hörst es wieder flüstern. Dein Vater, der mit dir spricht. Vater? Seid ihr das? Der Kamin ist hier ebenso verloschen. Du kannst sehen, wie er im Bett liegt und sich im Fieberwahn windet. Laufe die paar Schritte schnell zu ihm. Geh ans Bett. Vater! Du Vater. Kannst erkennen, dass ihm wohl eine Krone gewachsen ist. Aus Weidenholz. Wo auch immer die Pflanze herkommt, wo auch immer sie gewachsen ist, aber die hat er noch nie getragen. Nun um seinen Kopf eng geschlungen, sodass sie ihm leicht Blut abdrückt, was um ihn herum fließt und ihm vielleicht so etwas wie eine Jesuitenkrone gibt. Auch wenn sie aus Weiden besteht und er stammelt dort in seinem Fieberwahn einige Worte. In der alten gälischen Sprache. Ich versuche ihn wachzurütteln. So, Vater, Vater, wach doch bitte auf. Er reagiert nicht. Ich schaue mich um, ob ich einen Krug Wasser oder ähnliches finde. Ja, einen Krug Wasser wirst du finden, direkt neben ihm auf dem Nachttisch. Ich schütte ihm den halben Krug ins Gesicht. Keine Reaktion, nur das Blut, was langsam an seinem Kopf entlangläuft. Er ist glühend heiß. Oh Vater, ich laufe zurück in den Flur. Hallo! Hallo, ich brauche Hilfe! Ist hier denn niemand? Die Gänge sind leer und verlassen. Ich laufe zum nächsten Fenster. Du kannst im Hofe erkennen, wie dort wohl in der Nacht Personen stehen und rufen. Hallo, ihr da unten! Hallo! Deine Stimme wird vom Wind getragen und verschwindet in der Finsternis. Verzweifelt laufe ich die Treppe hinunter. Stolpere ein bisschen. Halt mich irgendwo an der Wand fest. Laufe die Treppe weiter hinunter. Macbeth, du kannst sehen, wie deine Lady gemeinsam mit... Was hat sie im Stall mit Macduff getan? Die tritt heraus und du kannst sehen, wie sie wohl Blut an den Händen hat. Oh, mein Mitwillen. Teuerste, was ist mit dir geschehen? Deine Hände. Überall Blut. Fandango,
Sie haben Fandango umgebracht. Wer? Die anderen Pferde. Es ist niemand hier. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Es ist... Die anderen Pferde, du redest wirr. Es ist wirre. Es ist niemand hier. Niemand kann Fragen beantworten. Steven ist verschwunden. Der Stallbursche ist nicht da. Mein Gatte, wie konnte das passieren? Wie konnten wir so die Kontrolle verlieren? Er geht auf sie zu, nimmt sie in den Arm, presst sie, was er ansonsten in der Öffentlichkeit eigentlich niemals tut, an seine Brust. Beruhig dich. Irgendetwas passiert hier. Irgendjemand spielt uns Streiche. Ich weiß, dass du ihn geliebt hast. Er war mein. Ich weiß. Er war... Beruhige dich. Hier sind ganz andere Dinge am Wirken. Wir müssen jetzt zusammenhalten in der Stunde der größten Not. Ich hoffe, dessen bist du dir bewusst. Ich stoße dich leicht von mir, so dass ich dir in die Augen sehen kann. Natürlich, es sind am Ende des Tages immer wir beide. Das ist das, was zählt. Das ist, was zählt. Macbeth, was geht hier vor in deinem Haus? Wo ist Banco? Nach ein, zwei Minuten, nachdem Lady Macbeth und Macbeth geredet haben, kommt dann auch Banco hinten von den Palisaden runter. Und ihr seht, wie er eine blutige Axt in seinen Händen hält und für seinen doch sehr abgehärteten Geist sieht er doch etwas verwirrt und verdutzt aus. Ihr könnt euch nicht genau ausmachen, was ein so erfahrener Heerführer so aus der Fassung bringen kann. Mein Griff geht fast automatisch an den Knauf meines Schwertes. Banco, was in Gottes Namen? Wenn ich das nur wüsste, mein Fane, Ich war gerade auf den Palisaden, um die Männer zurechtzuweisen wegen den erloschenen Fackeln und ich weiß auch nicht. Der Wald ist näher an die Burg herangewachsen und die Männer zusammen. Die Männer waren eingehüllt in Sträucher und ihre Herzen wurden von diesen Sträuchern durchbohrt. Ihr redet wirr, Banco. Ihr habt wohl zu viel des Whiskys getrunken, nicht wahr? Nein, er redet nicht wirr. Macbeth geht mit weit aufgerissenen Augen auf Banco zu, greift ihm ans Revier und schüttelt ihn. Wie nah ist der Wald? Wie nah warst du dem Wald? Kann ich das einschätzen? Ja, also was auch immer Macbeth meint, der Wald, grob 50 Meter normalerweise von dir entfernt, aber jetzt in der Dunkelheit vielleicht nur noch 20, wenn dich deine Sinne nicht täuschen. Also, ich kann ja mit dem Bogen umgehen und ich kann Entfernungen gut einschätzen, aber es ist dunkel. Ich würde sagen, der Wald ist vielleicht noch 20 Meter von den Burgmauern entfernt und sonst sind es eigentlich mindestens 50. Kommt näher. Die Zeit. Banco, spute dich. Schau auf die Mauern. Schau, ob du andere findest, die bereits Teil des Waldes geworden sind. Und dann merze sie aus mit Stumpf und Stiel. Die Wurzeln. Sie dürfen hier nicht wurzeln. Nicht hier, nicht in meinem Schloss. Dann würde ich mal ein bisschen im Umkreis schauen, ob ich noch irgendwelche Wachen sehe, die noch bei Sinn sind und die man rumlaufen sieht oder so etwas. Ja, du siehst nur noch die eine Person, die eben Lady Macbeth in den Stall begleitet hatte, ist dann kurz vor ihr rausgegangen und hatte wohl nach dem Stallburschen gesucht. Hat wohl die einzige Fackel noch in der Hand, die nicht verloschen ist, auch wenn sie gerade im Wind flackert und demnächst ausgehen wird, tritt er dann an dich heran, wenn du ihn winkst. Dann würde ich meine Fackel nehmen, würde meine Fackel mit Hilfe von seiner anzünden und sagen, kommen Sie mit mir, wir haben einen Auftrag zu erledigen, wir müssen diese, so wie es mir auch tut, wir müssen unsere eigenen Männer, zerstückeln. Sie wurden anscheinend vom Wald übernommen. Zerstückeln? Was beim Weidenmann? Ja. Vom Wald übernommen?
seid ihr alle noch bei Trost? Macduff, wenn ihr mir nicht glaubt, dann kommt mit mir. Macduff, von diesen Dingen versteht ihr nichts. Es mag sein, dass ihr Dinge könnt, die ich nicht kann. Aber hier weiß ich, was der Wald tut. Ich stürme die Palisaden hinauf. Du kannst das blutige Machwerk von Banku erkennen, der dort seine eigenen Leute zerschnitten hat. Das widert mich an. Banku, auf ein Wort. Natürlich, mein Fan. Und man würde mit dir zur Seite gehen. Dieser Mann, irgendwann wird er sich zwischen dich und deine Aufgabe stellen. Und dann musst du gut überlegen, was für uns alle dienlich ist. Er wird dich davon abhalten. Er wird sagen, dass der Wald nicht so schlimm wäre. Er wird sagen, dass du nicht tun sollst, was du tun musst. Das ist der Zeitpunkt, in dem du wahre Größe beweisen musst. Das ist der Zeitpunkt, an dem Macduff sterben muss. Mein Fane, ihr wisst, dass ich euch über alles liebe und... Banku. Ihr seid sicher, dass ich das tun soll? Das ist dein einziger letzter Befehl. Derweil könnt ihr erkennen, wie der junge Prinz in Verzweiflung nach unten rennt. Ein letzter Befehl, Milord? Ein letzter. Danach bist du frei. Hallo! Hilfe! Hallo! Hallo! Malcolm, komm her! Wie geschah dir? Ich brauche Hilfe da oben. Da geht's nicht mit rechten Dingen zu. Mein Vater, dem geht's gar nicht gut. Ich glaube, der liegt im Sterben, der König. Ich brauche einen Heiler für den König. Was ist mit dem König? Ich stürme wieder herab. Direkt er scheint auf im Delirium. Im Delirium. Macbeth, was geht hier vor? Und lasse mich nicht aufhalten und stürme sogleich ins Haus zurück. Ich stehe auf und werfe meine Arme um meinen Mann, um ihn aufzuhalten, damit er sich nicht vom Fleck bewegt. Der König? Macbeth, was ist euer Befehl? Soll ich mich erst um die Palisade kümmern oder soll ich nach dem König schauen? Du siehst in seine weit aufgerissenen Augen, als er sich plötzlich nicht mehr bewegen kann und voller Angst zu seinen Beinen hinunterschaut. Diese Angst irgendwann einer gewissen Entspannung weicht, als er dort keine Wurzeln vorfindet, sondern nur die Hände seiner Frau. Was? Banku, was? Soll ich mich um den König kümmern oder soll ich mich um unsere Männer auf den Palisaden kümmern? Entscheidet schnell. Ich habe mir überhaupt noch keinen Befehl für den König gegeben. Hey, kümmere dich um die Männer. Lady Macbeth, habt ihr keine Heiler hier in der Burg, die sich um meinen Vater kümmern können? Ich werfe meinen Blick. Selbstverständlich. Lauft, geht zu eurem Vater, wir werden uns kümmern. Aber kann irgendwer mitkommen? Banku, begleiten Sie den Prinz. Er soll nicht alleine gehen, begleiten Sie ihn zu seinem Vater. Milady, Milord, man schaut jetzt etwas... Jetzt! Man schaut zu Macbeth. Was ist hier los? Warum kommt ihr nicht? Es ist dringend. Ich richte mich auf. Der König. Man richtet sich jetzt zu Steven hin. Soldat, wir haben einen Befehl zu erledigen. Und schnappt sich seine Axt, nehmt euch eure Waffe und dann folgt mir auf die Palisaden. Jawohl, Herr Führer. Hoheit hat zu befehlen. Unauflöslich bleibt für immer meine Pflicht an euch gebunden und verbeuge mich und macht dann mein blutiges Machtwerk. Machwerk. Und dann würde man halt den Befehl von Macbeth ausführen, die Palisaden von den eingewurzelten Wachen zu befreien. Wenn man doch noch eine lebende Wache findet, natürlich nicht, aber die eingewurzelt sind, werden alle, ja, entledigt. Stürzt du sie über die Palisade? Ja, entweder über die Palisade oder halt zerstückeln, was in dem Fall am einfachsten ist. So, beziehungsweise ich würde zerstückeln sagen, damit sie endgültig erledigt sind. Ein blutiges Machwerk beginnt. Derweil kann Macduff nach oben rennen, noch einige Türen, die du aufmachst und letztendlich stehst du in der Kammer, die dem König gewiesen wurde. Duncan,
liegt vor dir. Sein Gesicht ist klatschnass, ein Eimer, der neben ihm ausgekippt worden ist. Sein Gesicht ist unglaublich warm, blutig verschmiert und eine Weidenkrone, die sein Gesicht ziert, seine Stirn. Duncan, mein König, Duncan! Was ist los? So sprecht! Er stammelt auf der alten Sprache, das Gälische. Du kannst es verstehen, der junge Prinz hat es wohl noch nicht gelernt. Gleichsam, wenn Menschen Thron verweist und tut kein Erster sich nach Recht empor, das Land nicht Ruhe geben wird und kommen heran, suchen den einen für das Reich. Delirium, er stammelt nur etwas vor sich hin. Er hat schon lange kein Gälisch mehr gesprochen. Ist seine Stirne heiß? Sie brennt förmlich. Was sagt er denn? Was ist mit ihm? Er glüht. Er ist im Delirium. Er fiebert. Wenn das nur das Mindeste ist, was er hat. So helft mir, ihn zurück in seine Bettstatt zu legen. Macbeth! Macbeth! Zu mir, du Höllenhund! Zu mir! Ja, Macbeth stand wohl noch im Inneren, ist dir nicht gefolgt und auch seine Wachen. Du hattest eigentlich Anweisungen gegeben. Niemand folgt dir, ihr seid nur noch zu zweit. Niemand kümmert sich um den König. Wo bleibt denn dieser Heiler? Das kann doch gar nicht wahr sein. Wenn es dem König wieder besser geht, wird er euch alle köpfen lassen. Muss ihm doch geholfen werden. Wir müssen ihn kühlen. Hier, nehmt dieses Tuch, feuchtet es an und legt es auf deine Stirn. Malcolm, du könntest jetzt nachhelfen. Wenn er jetzt stirbt, bist du der König. Ich bin hin und her gerissen zwischen dem Schauderhaften, der Angst, meinen Vater zu verlieren und der eventuellen Chance, die sich daraus ergeben könnte. Feuchte aber das Tuch an und gib's Macduff. Hier, das Tuch. Ja. Ich platziere es einigermaßen ungekonnt auf das Haupt des Königs. Wo bleibt denn dieser Heiler? So sagt mir, was ist da unten im Hof vorgefallen? Das viele Blut und wo sind all die anderen hin? Meine Zofe, die Dienerschaft. Was geht hier vor? Macduff, du hast die Gerüchte gehört. Lady Macbeth ist eine Hexe. Und die blutigen Hände im Stall, sicherlich ein Opfer an ihre alten Götter. Du musst sie töten. Ich wusste, dass diesem Macbeth nicht zu trauen ist. Es war ein Fehler, dass der König hierher gekommen ist. Dieser Emporkömmling mit seiner Hexe. Verflucht sei dieses Weib. Eine Hexe? Was? Ist mein Vater verhext worden? Hat das was mit dieser seltsamen Weidenkrone zu tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich noch nie einen Mann so schnell in so einem Zustand habe fallen sehen, außer auf dem Schlachtfeld. Und selbst dort. Ich stürme aus dem Zimmer heraus, die Treppe hinab. Hey, lass mich nicht alleine! Und laufe hinterher. Währenddessen auf dem Innenhof. Bei Lady Macbeth, Macbeth und Banquo. Der hat sein blutiges Schlachtwerk verrichtet, die restlichen Wachen über die Mauer gestürzt und steht mit blutiger Tat, dem Schwert in der Hand, vor der Lady. Em nickt anerkennend. Mein Fane, es ist vollbracht. Ich habe alle Wachen auf den Palisaden zerstückelt und es ist erledigt. Ist der Wald jetzt wieder weg? Ist er nicht mehr auf der Innenseite des Schlosses? Hat sich der Wald entfernt? Der Wald ist immer noch so nah herangewachsen wie eh und je. Doch die Wachen liegen nicht mehr auf der Palisade. Vielleicht hat er das gemeint. Es gibt aber noch ein urtümliches Holz, was ihr mitten in eurem Herz habt. Die Lady Macbeth weiß davon. Der Wald ist immer noch genauso nah wie zuvor, aber ich habe versucht, alles von den Wachen über die Burgmauer zu stürzen, damit nichts mehr von dem Holz auf den Burgmauern verharrt. Sehr gut, Banquo. Hast alles sehr, sehr gut erledigt. Damit, was willst du? Nichts mehr von dem Holz?
Sprecht. Wie ich bereits Macduff erklärt habe, als ich auf die Palisaden gegangen bin, um die Männer zurechtzuweisen, da kam doch ein sehr, ich will nicht sagen erschauderhaft, aber sehr ungewöhnlicher Anblick. Der Wald ist näher an die Burg herangewachsen und die Wachen, sie waren in Holz umwebt, eingeschlossen und es hat ihre Herzen durchbohrt. Zornesrot treten Macduff und Malcolm heraus. Macbeth! Ihr wünscht zu so später Stunde noch? Was habt ihr mit dem König getan? Nichts habe ich mit dem König getan. Wieso? Was ist, wie steht's mit ihm? Der Junge war so aufgeregt. Wie es um ihn steht. Selten einen Mann gesehen in so einem Zustand, der das nächste Tageslicht noch erlebt hätte. Was meint ihr? Sprecht nicht in Rätseln. Das wird euch ewig anhaften. Ihr in eurem Hause. Macbeth, höre mir zu. Das ist unsere Chance. Das ist das, was die Prophezeiung sagte. Von jetzt an denke ich von deiner Liebe so. Bist du zu feige, derselbe Mann zu sein in Tat und Mut, der du in Wünschen bist? Als dann flüstert er zu ihr, wäre es abgetan, so wie es getan, wäre es gut, es wäre schnell getan. Wir müssen Dinge neu ordnen. Und plötzlich ist ein Funkel in seinen Augen zu erkennen, als er in die Runde der Männer blickt, die sich da gerade eben da auf ihn zubewegen. Heda, was flüstert ihr da, Macbeth? Was geht hier vor? So lasst die Frau zu ihrem Manne sprechen. Es ist ihr Recht. Beruhigt habe ich sie, denn mitgenommen hat sie... Weitaus größer ist es mitgenommen, das Frauenzimmer, von solch erschütterlichen Nachrichten. Ihr werdet mir doch wohl nicht das Recht verwehren, mit meiner eigenen Frau zu reden. Macduff und der Prinz, ihr seht übrigens, wie Banquo jetzt wieder von den Palisaden runterkommt, blutüberströmt und mit einer blutigen Axt in der Hand. Banquo? Was ist los? Mein Prinz. Wen habt ihr ermordet? Sind schlimme Dinge passiert. Wachen wurden von Holz eingepfercht und die Herzen durchstoßen und der Wald ist näher an die Burg herangerückt. Ich musste sie alle beseitigen. Er lügt. Ich hab's doch selbst oben gesehen. Er hat seine eigenen Männer ermordet. Da ist kein Wald, weder Wald noch Weiden, noch sonst irgendetwas. Macduff, hütet eure Zunge, ansonsten legt ihr euch mit dem Hausherrn selbst an. Außerdem habt ihr doch gesehen, dass der Wald näher herangedrückt ist als zu dem Zeitpunkt, wo ihr erschienen seid, Macduff. Ich habe nichts dergleichen gesehen. Nichts dergleichen. Seid ihr jetzt auch noch mit Blindheit geschlagen, Macduff? Wage es nicht, so mit mir zu sprechen. Wage es nicht. In meinem Haus spreche ich, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Du kannst gern gehen. Raus. Der Wald kommt näher. Er bietet dir Schutz. Ihr seid doch alle verrückt. Wenn morgen der König wieder bei Sinnen ist, dann wird er euch alle bestrafen. Was ist eigentlich mit Steven? Der ist ja mitgekommen. Hat er auch einfach mitgemordet und hat auch dasselbe gesehen wie ich? Er hat deinen Befehl ausgeführt. Er ist kreidebleich, steht mit dem blutigen Axt neben dir, sagt kein Wort. Steven, ihr habt doch dasselbe gesehen wie ich, oder? Er schüttelt mit dem Kopf. Ich habe eure Befehle ausgeführt. Die der Lady. Und ihr habt keinen Wald gesehen? Man schaut ihn jetzt sehr böse an. Der Wald ist da, aber ich verstand nicht, warum wir unsere eigenen Wachen töten. Sie waren von Holz umklammert. Habt ihr das nicht gesehen? Seid ihr genauso blind wie Macduff? Da war kein Holz, mein Herr Führer. Da war kein Holz. Ihr könnt gerne über die Mauern springen, den Holz hinterher, um zu sehen, was der Wald getan hat. Das grenzt an Verrat. Macbeth, was sagt ihr dazu? Ich glaube euren Augen und ich glaube eure Einschätzung. Wenn der Wald näher gerückt ist, dann ist es eine alte Prophezeiung, die sich erfüllt. Und was machen wir mit diesem jungen Soldaten, der sich weigert, die Wahrheit zu sprechen? Nehmt ihn in Haft.
Ja, dann mein Herr, würde man... ich führte die Befehle der Lady aus. Wollt ihr jetzt auch noch eurem größten Herren widersprechen? Ich bin euch treu ergeben. Dann gebt mir eure Axt und begebt euch in den Kerker. In das finstere Verlies? Ja. Er überhändigt dir die Axt mit geneigtem Kopf und geht vor. Ich werde mich kurz darum kümmern. Ich komme gleich wieder. Wenn ihr erlaubt, mein Herr. Er nickt. Dann würde ich mit ihm runter ins Verlies gehen und ihn dann in einen der Zellen einsperren. Während Banku verschwindet und ihr euch im Innenhof anblickt, anfunkelt mit mordlüsternen Augen, die Lady, der Hausherr, Macduff und Malcolm, der Prinz, könnt ihr erkennen, wie ihr wohl euch in so etwas wie einem Auge des Sturms befindet. Der Regen klart auf. Um euch herum ist noch wilde Natur, aber da ist das Sternlicht, was euch zusieht. Akt 3. Who can impress the forest? Argwöhnisch blick ich von einem zum anderen, lass niemanden aus dem Blick und seh zu, dass Malcolm irgendwie immer in meinem Rücken ist. Was ist bloß mit diesen Menschen hier los, flüster ich in dem Rücken von Macduff. Ich vermute, dass Macduff hier noch der Einzige bei Verstand ist. Was passiert hier mit denen? Sind die anderen? Ich hab euch gewarnt. Seht ihr nun, was ich meinte mit inneren Feinden? Oh ja. Man kann hier keinem vertrauen. Seht zu, dass ihr euer Schwert am Mann habt, griffbereit. Zische ich ihm so leise zu, dass es die anderen möglichst nicht hören, aber wohl wissend, dass sie es auf jeden Fall hören werden. Macbeth, die Götter sehen dir zu, die alten Götter von Schottland. Den Christengott in deine Burg getragen, doch war es nie deine Religion. Der König muss sterben. Deine Frau schlingt ihre Arme um dich und flüstert: Trage freundlichen Willkommen auf deinen Lippen, deiner Hand. Sieh aus, die unschuldige Blume, aber sei die Schlange unter ihr. Es ist das, was wir wollen, nicht das, was sie befehlen. Die Schlange. Hin und her gerissen, blickt er zwischen den verschiedenen Parteien und immer wieder sorgenvoll nach oben auf die Brüstung. Als dann, was schlagt ihr vor, Macduff? Es bleibt uns wohl nichts anderes, als alles zu schützen, was uns hier noch lieb ist. Vor dieser Hexe. Welche Hexe? Wovon sprecht ihr? Möge das Tageslicht die Sache wieder klären und hofft, dass bis dahin der König noch lebt. Ihr sprecht immer noch in genau denselben Rätseln und Reimen, von denen ich nichts verstehe. Welche Hexe? Was ist mit dem König passiert? Seht sie euch doch an, eure Gemahlin, und denkt nach. Und der König... Er braucht Hilfe. Sagte ich doch vorhin schon. Er ist im Fieberwahn. Was soll ich denn sein? Was genau wollt ihr sagen? Er schaut zu seiner liebreizenden Frau, blickt ihr ganz tief in die Augen. Nicht das, was er meint. Sprich es aus, Malcolm. Dein gutes Recht. Dass mein Vater sterben wird? Nein. Sie ist eine Hexe. Ich habe keinen... Weiß nicht. Mir kommt das komisch vor. Ich glaube, Macduff hat recht. Er ist doch Hexerei im Spiel. Ich stelle mich sehr gerade auf, fast wie ein Heerführer stramm stehen würde. Mein Blick ist ähnlich intensiv und ich fokussiere ihn auf den Prinz. Eine Anschuldigung in meinem Haus, vor meinem Mann, an diesem Tag. Nach allem, was mir genommen wurde? Dann verhaltet euch halt anders und ihr einen halben Schritt
zurück hinter Macduff. Ich gehe einen Schritt auf ihn zu. Nicht das, was unsere Gastfreundschaft toleriert. Wir haben unsere Tore geöffnet. Wir haben unseren König willkommen geheißen. Wir haben euch willkommen geheißen. Dann kümmert euch doch auch bitte um ihn. Er ist da oben und ist krank. Wir haben gehört, wie er euch... Wir werden uns kümmern, selbstverständlich. Wir haben Leute, jetzt, wo wir wissen, was uns angreift, werden wir uns kümmern. Was greift uns denn an? Er ist nur scharf auf den Thron und ziehe mein Schwert blank und halte es vor den Lady. Keinen Schritt näher. Nicht ein Ihr Finger bedroht nicht meine Frau unter meinem Dach. Und das Surren seines Stahls erklingt. Ich mache einen Schritt neben meinen Mann, lasse meinen Mantel fallen, zeige meine Gestalt und sage, ich? Nein, ich möchte nicht einen Thron. Ich bin keine Bedrohung für euren König. Ich bin die Herrin von Macbeth. Ich strecke meine Hand aus. Ich werde helfen, selbstverständlich. Auch wenn die Umstände gerade mehr als ungewöhnlich und disturbing sind. Wir werden unseren Heiler rufen. Wir werden dem König helfen. Und ich fokussiere meinen Blick auf den Prinzen. Nichts anderes liegt in unserer Macht. Nichts anderes liegt in unseren Wünschen. Ja, schön. Hört nicht auf ihre Worte. Hört nicht auf ihre Worte. Zu mir, du Höllenhund, zu mir. Ich habe keine Worte. Meine Stimme ist nur in meinem Schwert. Du Schurke, Macbeth, Blutgar, als Sprache Worte hat. Derweil läuft Banku durch die Verliese. Du hast Stephen relativ schnell eingekerkert. Er hat sich ohne Widerworte dem gefügt, was du ihm sagtest. Denn er ist kein Verräter. Dir treu ergeben, euch treu ergeben. Und während du wieder nach oben läufst, deinen eigenen Gedanken nachhängst, dass die Krone bald an diesen schwachen Jungen geht, da kannst du einen Herzschlag hören, der hier aus den Tiefen der Burg erklingt. Ein tiefer, dumpfer Herzschlag. Na, wenigstens hat der Junge sich nicht gewehrt. Vielleicht kann doch noch was aus ihm werden. Mal schauen, wie er sich anstellt. Morgen. Jetzt muss ich erstmal schnell zurück zu... Was ist das? Ein Herzschlag? Und man würde mal in Richtung des Herzschlages gehen. Durch das Kellergewölbe des Bergfriedes steigst du nach unten und kannst dann dort in der Mitte eines kalten Raumes eine kleine, aus Stroh geflochtene Puppe erkennen. Sie trägt eine Krone. Und das Geräusch des Herzschlages dringt wohl von unter ihr. Erkenne ich die Krone wieder? Es könnte die Krone sein, die ein König von Schottland trägt. Vielleicht hier verspottet. Auf dieser kleinen Puppe, wo auch immer sie herkommt. Aus Weide geflochten. Weidenpuppe. Erinnert mich dieses Gestrüpp an das von den Wachen auf der Burg? Es ist das Gleiche. Gut, dann Axt raus, direkt mittendurch, da wo das Herz ist. Du zerquetschst die Puppe, triffst auf den Stein und er gibt nach. Die Puppe stürzt in eine weitere kleine Kammer, eine Grotte, die sich unter dir auftut und ein widerwärtiger Gestank, eine Qualmwolke aus Schwefel, die dir entgegenstülpt. Schwefel der Hölle. Die Erde gibt eine Höhle frei. Oh, was ist das? Und würde mir die Krone greifen und schnellstmöglich aus dem Raum rausgehen. Der Herzschlag ist wohl immer noch dort. Du kannst ihn pumpen hören. Eine Truhe, die du in einem brenzligen Licht gesehen hast. Aber dann bist du schon umgedreht und entweichst diesem Höllenloch, rauchgeschwärzt.
Ich schaue jetzt mit leicht gierigen, leicht verträumten, leicht ernsten Augen diese Krone an. Krone des Königs. Was macht sie hier? Der Junge, er hat etwas erzählt von der König im Fieberwahn sitzt. Die Krone, sie ist das, was ich will. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Soll ich sie tragen? Meinen Fan widersprechen? Und während du den Bergfried wieder nach oben steigst, hörst du wieder den Wind flüstern. Er hat sich wohl mittlerweile etwas gelegt. Sternenlicht, was noch, ja, auch in diese tiefen Kammern fällt, durch eine der wenigen Spalte, die Schießscharten. Du hörst ihn, wie er mit dir spricht, in der alten Sprache des Waldes, die alte schottische Sprache. Töricht, wer sich sperrt und wehrt, wieder des Landes riesenhafter Urgewalt, kann doch nichts vom Menschen, nichts vom Lande im Harm antun. Das Schwert gezogen, Macduff schlägt zu. Da frag ich noch Letztes. Vor die Brust werf ich den mächtigen Schild. Nun magst du dich wahren. Wer Halt zuerst ruft, soll zur Hölle fahren. Und stürze mich direkt auf ihn. Macduff schlägt als Erstes zu, ihm gebührt das erste Zitat. Und ein schwerer Schnitt schneidet über die Brust von Macbeth. Du kannst versuchen, dein Langschwert ihm noch in einem Konter entgegenzustechen, hast auf deine eigene Parade verzichtet. Und während du blutend zu Boden gehst, Macbeth, stichst du für 8 Schadenspunkte ihm selber noch einmal dein Langschwert in die Rippen. Nicht tot, aber fast. Und wenn ich dann sehe, wie Macbeth gerade niederstreckt und ich in Angriffsreichweite bin, würde ich dann kommen mit Stehen Gottes großer Hand und so kämpfe ich der ungesprochenen Anmutung bösen Verrats entgegen und würde dementsprechend meinen Schlag gegen Macduff machen. Ja, du siehst gerade, wie dein eigener Tane zu Boden geht, blutend, vielleicht in die Arme wieder zurück von Lady Macbeth taumelt. Du stehst immer noch auf der Treppe, hast die Krone gerade gezückt und kannst dann durch den Schlamm zumindest erstmal in den Burghof treten. Lady Macbeth hat ja im Moment den Vorteil von schon 2 Zitaten und würde in dem Moment, wo ihr Mann angegriffen wird, selbstverständlich in den Gegenangriff gehen, ihren Dolch ziehen und nutzen, was auch immer sie hat. Möchtest du deinen Mann verteidigen oder möchtest du vielleicht den Prinzen umbringen? Er könnte dieses Schauspiel beenden. Ich hätte jetzt gedacht, das ist dasselbe in Grünes, aber ich würde dann mal den Prinzen umbringen. Ausgezeichnet. Stich mit einem Dolch zu. Malcolm, mein kleiner Dolch wird dir in den Bauch gerammt. Oh. Fassungslos blickst du auf die Wunde. Lady Macbeth steht im Sturm vor dir. Die Sterne verhöhnen dich. Macbeth? Oh. Kommt, ihr Geister, die ihr auf Mordgedanken lauscht, entweiht mich. Füllt mich vom Wirbel bis zur Zehe, randvoll mit wilder Grausamkeit. Ihr habt es nicht verdient. Das hier soll eure Lehre sein. Und es soll die letzte sein, die euch erfüllt. Nein! Werft ab den flaumigen Schlaf des Todes, Abbild, und seht ihn selbst den Tod. Auf und schaut das des weltgerichtlichen Vorspiels und schwinge mein Schwert auch in die Richtung der Lady. Während ein Prinz zu Boden geht. Oh, ich knie. Durch meine Hand quillt das Blut. Lasst uns Arznei aus mächtiger Rache mischen, dies Todesweh zu heilen. Dies wetze scharf dein Schwert, gewandle Gram ins Horn, erschlafe nicht dein Herz, entflamme es. Du ziehst derweil den Dolch der Lady aus deinem Bauch, ist wohl über die Rippen geschabt und hat viel gekratzt, aber wohl keine inneren Organe verletzt. Hoffentlich wirst du wieder. Da kannst du sehen, wie der tapfere Schotte Macduff sich dir in den Weg wirft und dein Leben ein weiteres Mal verteidigt. Die Lady dreht ein letztes Mal den Dolch in der Wunde und wird dann von einem Schwertstreich von Macduff gefällt. Ah. Der
Derweil tritt Banco heran. Dann, wenn Banco ankommt und mit einem entsetzten Blick sieht, wie die Milady und der Milord am Boden liegen, lässt er die Krone fallen, also die fliegt auf den Boden und rollt noch ein bisschen umher. Und dann kommt er mit den Worten auf Macduff zu: Steh in Gottes großer Hand, und so kämpfe ich der ungesprochenen Anmutung bösen Verrats entgegen und erhebe meine Axt gegen den Fane Macduff. Banco, der Auserwählte der Hexen. So sinkt ihr in den blutigen Schlamm, in den Hof, die Sterne, die euch auslachen, die schottischen Götter, der Wald. Nur noch Banco, der steht. Der Prinz niedergesunken, die Lady tot. Was zum Teufel ist hier geschehen? Macbeth, und ich würde direkt zu Macbeth rübergehen und würde ihn versuchen, irgendwie zu helfen. Banco, er hat mich angegriffen. Dieses Scheusal. Ich habe ihn zu Boden gestreckt, my Lord. Sorg dafür, dass er mich nicht überlebt. Tu mir diesen letzten Gefallen. Ein Wunsch eines Freundes, nicht der Befehl eines Herrn. Milord, ihr werdet hier nicht sterben, aber ich werde dafür sorgen, dass dieser Verräter den Morgen nicht mehr erblickt. Meine Frau. Sie wurde niedergestreckt von Macduff. Töte ihn langsam, qualvoll. Milord? Und wenn er da nicht mehr spricht, würde ich aufstehen und mich wieder Macduff zuwenden, mit der Axt in der Hand und wuterfülltem Gesicht. Der Wind wispert, der befleckte Verräter ist gestürzt. Und während du dich in dem Hof umblickst, kannst du hören, wie der Wald antwortet und es knackt, Bäume sich biegen, brechen und eine gewaltige Kreatur mit Stapfen auf die Burg zumarschiert. Auch über die Palisade kannst du sie erblicken, sie ist gigantisch groß. Ein Weidenmann, die Kreatur aus dem alten Schottland. Vom Donner dröhnt der Himmel. Du kannst erkennen, wie zahlreiche Menschen in seinem Inneren den Feuertod sterben ewiglich. Und er kommt auf dich zu. Dann würde ich angsterfüllt in Richtung dieses Monstrums blicken, würde langsam rückwärts gehen, würde eventuell noch über die Krone stolpern und dann im Sitzen etwas weiter zurückgehen. Was ist das für ein Monstrum? Macbeth, was geht hier vor sich? Macbeth richtet sich noch einmal auf seinem Schwert auf, zeigt in Richtung dieses Monstrums. Es ist der Wald, der mich holen kommt. Und dann denke ich an den letzten Befehl, beziehungsweise das Beten eines Freundes. Greife nochmal mit Mut die Axt und gehe auf Macduff zu, in dem Denken, ihn hinzurichten. Du trittst vor ihn, er schaut dich aus gequälten Augen an. Schwere Blutung, die aus ihm heraussprudelt. Blute, du armes Vaterland! So lege festen Grund, denn Tyrannei, Rechtmäßigkeit wagt nicht, dich anzugreifen. Ich versuche irgendwie, dieses gewaltige Zweihänderschwert zu heben und mich oder den Prinzen zu schützen, aber das lässt die Kraft wahrscheinlich nur schwerlich zu. Vielleicht ist der Christengott bei dir. Die Prophezeiung der Hexen ist erfüllt. Der unsterbliche Banco hat zumindest in dieser Situation sein Schicksal erfüllt und er kann sterben. Du derweil hast ein Zitat benutzt und dein Schlag trifft automatisch. Der Kopf fliegt durch den Hof, landet im blutigen Matsch. Du kannst dein letztes Wiehern der Pferde hören
und siehst über dem dunklen Himmel den uralten Avatar. Sein spöttischer Kopf, der knarrt, wie ein verfluchter Mond über der Burg. Und im Inneren kannst du das Züngeln von schwelenden Flammen erkennen. Gierige Hitze, die nach den Gesichtern schlägt. Er stapft. Es stinkt nach verbranntem Fleisch und nach Horn. Er stapft über die Palisade hinüber und betrachtet dich, wie du in diesem Blutbad hockst. Der Prinz lebt wohl noch. Macbeth auch, aber er wird sterben. Oh Gott, was geht hier vor? Macduff. Mein Sohn. Nimm Wert wie dein Vater und schütze Schottland und bewahre uns und unsere Nachkommen vor diesem. Macduff. Oh, Macduff ist ausgeblutet. Die letzte Kraft. Tot. Er sinkt auf die Knie und fällt nach vorne in den Schlamm, direkt neben Macbeth. Du stehst alleine dort, nur noch das düstere, diese düstere Kreatur, die dich anblickt mit einer Langsamkeit, die ihm die Zeit geschenkt hat, greift er nach dem toten Körper von Banku und fügt ihn sich hinzu. Du siehst, wie sein Körper verbrennt, er greift ein weiteres Mal nach dem Kopf. Du hast doch kurz das Gefühl, dass die Augen von Banku dich anscharren. Und dann ist ja nur noch diese Krone aus Weiden. Schritt für Schritt gehe ich langsam zurück Richtung Burgeingang. Bedacht darauf, keine Geräusche zu machen. Mich ganz langsam zu bewegen. Du bewegst dich langsam auf das Innere zu. Versuchst vielleicht in den Stein dich zu verstecken. Ein weiterer Griff. Und Lady Macbeth verschwindet im Inneren des Weidenmanns. Feuer knackt. Es brennt nach verbranntem Fleisch. Macbeth lebt noch. Liebste. Und er streckt die Hand in Richtung des Weidenmannes aus. So wollte es nicht enden. Du streckst deine Hand in den Himmel aus und es gibt eine Antwort. Der Weidenmann greift nach deiner Hand und verschlingt dich. Du wirst dann zugefügt in vielen Leibern. Malcolm, nur noch der tote Macduff, der im Staub, im Matsch dort liegt. Ob die Burg dich retten kann. Ich renne die Treppen hoch. Zu meinem Vater. Vater? Vater? Seid ihr noch am Leben? Als du die Treppe nach oben schreitest, in den Raum, kannst du erkennen, wie die Weidenkrone sich zugezogen hat. Sein Kopf ist explodiert. Er ist tot. Oh nein. Oh nein. Du bist der neue König von Schottland. Da habe ich mir meine Krönung nicht vorgestellt. Oh nein. Wo kann ich mich bloß verstecken? Ich renne die Treppe nach unten in den Keller. Denn ich denke, dort, wenn ich irgendwo geschützt sein sollte vor diesem Monster, dann vielleicht im Keller der Burg. Du kannst erkennen, wie dort unten. Ja, du siehst die Verliese, rennst an ihnen vorbei. Auch hier wirst du sicherlich nicht gerettet sein vor diesem barbarischen Weidenmann. Aber dort, in einer Mitte der Kammer, liegt eine Puppe aus Weiden mit einer Krone und daneben ein gewaltiges Loch, getrümmert mit einer Axt, direkt in den Höllenschlund hinein. Gott, was ist das denn? Eine Puppe? Soll das den Weidenmann darstellen? Ich nehme die Puppe und werf sie angewidert in den Schlund hinein. Sie fällt nur ein paar wenige Schritt, tockt dann auf und dann kannst du sehen, wie es wohl dort unten rauchgeschwärzt eine warme Feuerstelle gibt. Das sind sicherlich nicht die Feuer der brennenden Hölle, sondern ein großer Bronzekessel, den du dort erkennen kannst. Eine Feuerstelle. Was ist das? Ist da jemand? Hallo? Keine Antwort. Hallo? Ist da unten jemand? Sieht aus wie eine Grotte, gemacht für Hexen. Ein großer Bronzekessel, der dort steht, mit einer Flüssigkeit gefüllt. Blut.
verschmierte Messer, Kelche, einige Zutaten, die du nicht ganz identifizieren kannst. Hier haben Hexen gewohnt. Sieht aus wie ein Hexenkessel. Passt zu dieser komischen Lady Macduff und den merkwürdigen Leuten hier. Wahrscheinlich haben sie das Monster heraufbeschworen. Verrücktes Land. Daneben kannst du erkennen eine Truhe aus uraltem Holz, mit Gold und Silber beschlagen, alten Glyphen darauf, das Testament von Schottland. Kenne ich diese Truhe? Dein Vater hat sie mitgebracht. Sie sollte nie wieder geöffnet werden, denn dort sind die alten Rituale des alten Schottlands drin. Er jedoch wollte ein neues Testament. Er wollte, dass du König wirst und es keine Wahlen gibt. Sonst hätte es auch Macbeth werden können. Ach, die Truhe. Die darf nie geöffnet werden. Schätze ab, ob die Truhe in das Loch reinpasst. Durch das Loch hindurch in den Kessel fallen könnte. Möchtest du sie im Blut baden? In der Hoffnung, dass es vielleicht verbrennt, dass man noch das Feuer noch schüren kann, versuche ich's. Zerre die Truhe an das Loch heran. So tust du es. Möchtest du sie versenken? Möchtest du sie in den Kessel mit Blut stoßen? Ja, das möchte ich. Oh, ist die schwer. Das muss doch funktionieren. Das muss klappen. Die Sturmglocke hat geschlagen. Kommt und seht den Tod, Verrat. Der König, unser Herr, ermordet. War sowas wirklich hier, wovon wir sprachen? Oder aßen wir von jener giftigen Wurzel, welche die Vernunft bewältigt? Rüstig, rüstig, nimmer müde, Feuer brenne, Kessel siede, sobald der nächtliche Gott mordet, wird der König nicht mehr sein. Rüstig, rüstig, nimmer müde, Feuer brenne, Kessel siede, wenn der einst die verfluchte Krone erscheint, entscheidet sich das Schicksal Schottlands. Sei löwenkühn und stolz, nichts darfst du scheuen. Wer tobt, wer knirscht und ob Verräter dreuen, du wirst nie besiegt, bis einst hinan befleckter Verräter stürzt. Heil, 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 heil